Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe euch ja schon heute Morgen so ein bisschen mitgenommen und ich habe die Kleine jetzt kurz schlafen gelegt. Die macht jetzt ihren Mittagsschlaf und in der Zeit werde ich jetzt einmal Masken nähen. Einige auf Instagram haben das ja mitbekommen, dass ich jetzt ganz, ganz fleißig Masken nähe wegen der Corona-Zeit. Und da habe ich jetzt noch die letzten 40 Stück vor mir. Gestern habe ich auch schon 40 Stück genäht und die wollte ich jetzt kurz noch nähen. Ich hoffe, ich schaffe das in Lias Mittagsschlaf. Weil wenn Lia wach ist, ist es immer ein bisschen schwierig bis unmöglich dann zu nähen und deswegen ja, hoffe ich, dass ich jetzt den Mittagsschlaf kurz nutzen kann und das ja, schnell fertig nähen kann. Wie gesagt, sind noch ungefähr 40 Stück. Ich ja, beeil mich. Genau, die Kleine schläft also. Danach hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe und werde dann noch schnell die Küche sauber machen. Die habe ich nämlich schon 2 Tage nicht mehr gemacht. Schande um mein Haupt, aber so ist es manchmal dann doch. Es zeigt, wenn man dann noch nähen muss, ja, dann bleibt einfach mal irgendwas auf der Strecke. Und genau, ich habe ja heute Morgen noch Lias Kleiderschrank aussortiert, habt ihr gesehen? Das war eine super spontane Sache, aber ich dachte, okay, komm, Lia ist total gewachsen in letzter Zeit, da müssen jetzt einfach mal neue Klamotten her. Und dann habe ich geschaut, was wir einfach noch da haben und habe gleichzeitig auch noch ihren Schrank aussortiert, was zu klein war. Alles raus direkt und alles in unsere Mami-Kreisel-Kiste. Ich werde Ende des Monats jetzt alle Sachen komplett, die ich noch da habe, von Lia ganz klein bis jetzt alles bei Mami-Kreisel reinstellen. Ich werde euch das alles auf Instagram dann auch zeigen, dass ihr da auch dann schauen könnt wegen der Kleidung. Also ich werde da wirklich alles reinstellen, was wir nicht behalten wollen. Das meiste sind wirklich Mädchensachen, weil meine Schwester hat ja so also bekommt jetzt einen Jungen und ja, da geht natürlich alles, was ich irgendwie an Jungs-Sachen habe, geht natürlich direkt zu ihr. Deswegen, ja, erwarten euch da entweder neutrale Sachen oder eben Mädchensachen. Genau, aber falls ihr da was braucht, ja, wie gesagt, tue ich alles auf Mami-Kreisel. Und genau, das wollte ich euch jetzt eben noch kurz erzählen. Ich mache mich jetzt direkt schnell ans Maskennähen und dann werde ich auch die Küche, wie gesagt, in Angriff nehmen. Danach ist das Bad noch dran hier. Das muss heute noch unbedingt geputzt werden. Das habe ich auch mal wieder 2 Tage nicht gemacht. Genau, am Wochenende habe ich einfach gedacht, komm, entspannen wir uns mal am Muttertag. Ja, haben uns ein bisschen mal entspannt und gestern habe ich auch einfach ja, nur Masken genäht irgendwie. Genau. Und was ich euch noch fragen wollte, habt ihr Lust auf eine Daily-Vlog-Woche? Also heute ist zwar Dienstag und ich werde euch den Vlog ganz, ganz schnell schneiden, aber heute ist Dienstag und ich dachte, vielleicht mache ich mal so eine Daily-Vlog-Woche, also jeden Tag einen Vlog. Habt ihr dazu Lust? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich frage euch ja nachher nochmal auf Instagram, was ihr dazu sagt. Ich habe total Lust darauf und ja, jetzt in der Corona-Zeit hat man ja auch die Zeit dazu. Und ich dachte, ich mache das einfach mal. Dann wisst ihr so, was wir den ganzen Tag machen. Und genau. Jetzt wünsche ich euch aber noch ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog. Ich hoffe, es kommt noch einiges zusammen, was wir heute so erleben. Ja, also eigentlich sind wir heute nur zu Hause. Kommt eigentlich nichts Spannendes, außer eben der ganz normale Haushaltswahnsinn mit Baby. So, die kleine Maus ist aufgewacht vom Mittagsschlaf. Ich habe leider die Küche nicht mehr geschafft, wie man unschwer erkennen kann. Und mache das deswegen jetzt gleich. Wir essen jetzt aber erstmal Mittag. Ich habe mein Mittagessen in der Mikrowelle, wie ihr hört. Es gab gestern nämlich Bauerntopf und da habe ich noch so viel übrig gehabt, dass ich dachte, komm, jetzt esse ich das nochmal. War super lecker, also ich freue mich total drauf. Und genau, da muss ich ja nicht das wegschmeißen oder so, sondern esse das dann einfach nochmal. Und genau, zum Nachtisch gibt es ein Stück Kuchen, den
den habe ich jetzt am Sonntag gebacken und ne, kleine Maus bekommt auch ein bisschen Bauerntopf, wobei sie glaube ich eher an die Brust möchte. Lecker essen. Jörlia kann kaum warten. Ich pulle hier mal die Kartoffeln raus. Ne, mein Schwester, wollen wir essen? Ja, essen. Ciao. Telefon. Hier. Tanzen. Aus Küche putzen wurde nichts. Die kleine Maus möchte lieber spielen. Nee, möchte ich spielen. Wir haben hier ihre neue Spielecke und da haben wir hier ihre Spielzeugkiste mit allen möglichen Krams drin. Ja, oh super, ja das geht auch natürlich. Ja, toll! Was ist das, Lea, ein Ball? Ball? Das ist ein Ball. Lia? Ball? Ball. Ball, genau. Ball, Ball. Ja, hier sind noch ganz viele Bälle in deinem Bällebad. Hm? Ja. Ball, genau, danke. Danke. Ey, na super, hm? Was soll denn das? Ball? Ey. Ball, ja. Genau, und hier ist, steht noch mein Expedit. Das haben wir jetzt gerade neu gemacht, hier in die Ecke. Da steht jetzt mein ganzer Stoff drin. Lia hat die noch nicht einmal rausgerupft. Wir haben ja echt gedacht, sie spielt da den ganzen Tag rum, weil sie immer hier in dieser Ecke ist. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. Aber sie lässt diesen Stoff wirklich in Ruhe. Also sonst, wenn ich irgendwie was nähe oder so, ist sie total begeistert und Feuer und Flamme, das alles auseinander zu wühlen. Aber das hier lässt sie so liegen. Ich bin echt total, ja, begeistert. So, jetzt geht's weiter hier mit rausschmeißen, Scheißele. Ja, oh, muss sie wiederholen. Holst du ihn wieder und packst ihn wieder rein? Ja. Schatzi. Ah, toll. Ja, genau, das ist also die Ecke, die ich meine. Die haben wir jetzt hier Schlafzimmer und hier bei uns im Flur eingerichtet. Und da steht jetzt, wie gesagt, ihr Bällebad. Ihr Steigi, da spielt sie total gern mit und wie gesagt, hier ihre Spielzeugkiste, die ist eigentlich hier immer in dem Fach drin. Und das Auto fährt sie auch immer die ganze Zeit durch die Gegend, steht eigentlich auch hinten in der Ecke. Genau, und hier steht eben, wie gesagt, das Expedit, hier steht auch noch so ein kleiner Schrank, der soll hier aber nicht bleiben. Der gehört eigentlich runter in den Flur für WLAN-Router und sowas, aber da sind wir leider noch nicht fertig und deswegen steht der noch hier. Genau, so sieht das eben aus, da ist noch ein kleines Hundekörbchen für die Hunde. Was ist super! Wir haben jetzt hier auch ein Türgitter bzw. ein Treppengitter an der Treppe, weil die Kleine natürlich, wenn sie läuft, da muss man natürlich aufpassen. Auch vorher, als sie immer gekrabbelt ist, ja, sie will immer darunter. Und deswegen haben wir jetzt hier eben so ein Türgitter.
Und das ist echt Gold wert. Also wirklich so ein Must-Have natürlich mit Kind. So, meine Lieben, Küche ist fresh, Mucki ist muckig, die ist total müde, möchte aber auch nicht schlafen, ne? Deswegen ist sie ein bisschen muckrig, möchte nur auf dem Arm, nur kuscheln und nur laufen. Genau, die Kleine läuft nämlich jetzt, oh, die Kleine läuft jetzt alleine schon und ja, oh, was möchtest du? Oh, der, die gucken da. Im Hintergrund hört ihr die Stickmaschine. Ne? Hier, guck mal, Naske. Ja, im Hintergrund läuft die Stickmaschine. Die stickt da gerade ganz fleißig. Und ich werde mich jetzt um die Kleine kümmern. Die werde ich jetzt ins Bett legen. Mal gucken, vielleicht ist es zwar noch eigentlich eine Stunde zu früh, aber. Sie hat ja auch keinen Mittagsschlaf gemacht, so richtig. Deswegen denke ich mal, dass das passt jetzt, wenn wir sie jetzt hinlegen. Und dann werde ich mich hier ans Schlafzimmer machen, an den Haushalt. Nochmal durchfegen, nochmal durchwischen. Und einfach so ein bisschen aufräumen. Genau. Hier stickt die Maschine gerade. Macht sie richtig toll. Bin total begeistert. Der Nasko ist übrigens auch da. Ne, der Nasko ist auch da. Dickerle. Hast du gesitzt? Setz dich hin. Sitz. Fein. Fein, Dickerle. Ah.
Ja. Jetzt gehen wir Zähne putzen, ja? Zähne putzen und dann heiern? Okay. Schaut mal, Leute, wie sauber. Oh, I love it. So, komm. Zähne putzen. Hier ist deine Bürste. Nimmst du? Deine Zahnpasta. Super. Hier hinsetzen. So. Wie nass die Zahnbürste? So. Zack. Dann einmal Zahnpasta. Ganz bisschen für die kleine Maus. So, und dann putzen wir, ne? So, genau, Mund auf. Super. Toll, Mund jetzt. Oben. Super. Ich lasse sie danach immer noch mal ein bisschen selber putzen. Und ich bin so unglaublich begeistert. Das haben mir auch schon ganz viele geschrieben, dass sie mit ihren Kindern so Probleme damit haben. Aber Lia liebt Zähne putzen. Sie macht den Mund schon immer auf, wenn sie die Zahnbürste sieht. Bin ich natürlich super froh drüber. Und freuen wir uns natürlich, dass das so gut klappt. Aber kann sich natürlich noch ändern. Ne? Wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Aber jetzt hat sie die auch schon wieder in den Mund gesteckt. Sie liebt Zahnbürsten und so. Ja, jetzt mache ich sie weiter fertig und lege sie dann ins Bett. Und dann kommt der Papa auch gleich schon von der Arbeit. Hm? Welches möchtest du lesen, Schatzi? Das oder das? Das? Wollen wir das lesen? Das haben wir auch schon so oft gelesen. Komm her. Wir lesen das. Kommst du her? Komm zu Mama. Ja, komm, wir lesen das hier. Ja? So. Von Papa noch, ne? Als er ein Kind war. Bei Bobo zu Hause. Guck.